So, da ist das nächste Booster. Eldritch Moon. Das hatten wir schon mal gar nicht so lange her. Na gut. Ist halt ein gutes Set. Und diese Frau würde ich da jetzt gleich gerne drin sehen. Ah. Nennt mir einen Magic-Spieler, der sie nicht hübsch findet. Fangen wir an. Gavani Unhallowed. 4 Mana 2-4. Immer wenn eine andere Kreatur, die ihr kontrolliert, stirbt, geht der eine +1/+1 Marke. Konvolute. 3 Mana countet ihren Spell, ist seine Wäschezahl 4 Mana. Fogwalker. Wow, die Namen. 2 Mana 1-3 mit Skulk. Also kann nicht von Kreaturen geblockt werden, die höhere Stärke haben als er. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, könnt ihr eine Kreatur eine Runde lang nicht enttappen lassen. Boon of Emrakul. Das sollte eigentlich Noob heißen, aber okay. 3 Mana verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt +3/-3. Noch nicht bad. Choking Restraints. 3 Mana, ihr verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann mit Angreifen noch blocken. Und ihr könnt für 5 Mana, könnt ihr das Ding opfern, um die verzauberte Kreatur zu exilen. Prophetic Ravings. 1 Mana verzaubert in eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat Eile. Und ihr könnt die tappen, um eine Karte abzuwerfen, um eine Karte zu ziehen. Guardians of Pilgrim. 2 Mana 2-2, wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur +1/+1 bis zumindest zu. Das ist ja ziemlich bait, leider. Grumble with the Past. 2 Mana, ihr wählt die obersten 3 Karten aus Decks. Dann nehmt ihr eine Kreatur oder Landkarte aus eurem Friedhof auf die Hand. Ja, nein. Oh mein Gott, wie hübsch. Ein Hypogriff. 3 Mana 2-2, fliegend. Ein Dawngriff. Unsere erste Ankam ist ein Conduit of Storms. 3 Mana 2-3. Wenn ihr angreift, könnt ihr ein rotes bezahlen. Ne, ihr kriegt ein rotes, was nicht zu Beginn des Mainsteps verschwindet. Und für 5 Mana könnt ihr den transformieren in... Gott, bist du hässlich. Ein 5-4er, der immer, wenn er angreift, 2 Farblose gibt, die erst in der Mainstep verschwinden. Guckt euch den... Das... Wow. Ja. Soviel dazu. Clear Shot, 3 Mana Instant, eine Kreatur, kriegt +1/+1 bis zu Ende des Zuges, fügt dann einer Kreatur, einer anderen Kreatur, Schaden in höherer Stärke zu. Adudant Maw, 8 Mana 6-4 mit Emerge. Das heißt, ihr könnt eine Kreatur opfern und die Emerge-Kosten bezahlen, statt die Mana-Kosten bezahlen. Und die Emerge-Kosten werden runtergerechnet um die Mana-Kosten der Kreatur, die ihr geopfert habt. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, verliert der Gegner 3 Leben, ihr kriegt 3 Leben. Und unsere vierte Ankam, weil hier ja immer diese Flipkarte mit drin ist, Fury Blade Vampire, 2 Mana 1-2 Eile, Trampel. Zu Beginn der Angriffsphase könnt ihr eine Karte abwerfen, dann kriegt ihr +3/+0. Und unser Rest, was bist du denn? Splendid Reclamation, 4 Mana Sorcery, bringt alle Kreaturen aus eurem Friedhof getappt ins Spiel. Das nicht bad. Das nicht bad. Checkkarte, Human Soldier. Das ist echt nicht bad. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Blackseed. Ciao, ciao.